So oder so ähnlich könnte es jetzt auch gerade in der Barclays Arena aussehen. Zumindest erhoffen sich das die Fans von Sir Elton John, die teilweise echt lange auf ihn gewartet haben. Wir hatten jetzt 3,5 Jahre Wartezeit und von daher freuen wir uns tierisch auf diesen Abend. In meinen Augen, man sagt ja immer so, Elvis Presley, Whitney Houston werden sie die größten Sänger aller Zeiten, aber für mich ist es ganz klar Elton John. Ich warte seit 2 Jahren unglaublich auf diesen Abend und ich freue mich einfach mega. Ich weiß, ich darf gar nicht so viel mitsingen, wie ich gerne möchte, damit meine Tochter das noch gut hört. Und ich freue mich tatsächlich besonders auf Your Song. Nach mehr als 50 Jahren im Showgeschäft will Elton John nun nur noch für seine Familie ans Klavier und kündigte schon 2019 seine Abschiedswelttournee an. Corona hat das Ganze aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Ach, wir bereiten uns schon seit Monaten darauf vor. Wir können es gar nicht fassen, dass wir jetzt mehr oder weniger 10 Konzerte hintereinander sehen werden. Wir haben dieses Jahr schon 2, wir waren schon in London und letzte Woche in München und jetzt beginnt die richtige Abschiedstour. Also die nächsten 10 Konzerte, die gucken wir uns alle an. Das ist mein 4. Konzert, diese Tour, und ich habe noch 4 vor mir. Also Elton, deine Hamburger Fans sind bestens eingestimmt und bereit für die Farewell Yellow Brick Road Tour. Und erwarten eigentlich nur Schönes von den 3 Hamburg-Konzerten.